Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Space Engineers. Wir haben ja beim letzten Mal hier von den UFOMAN Studios in Berlin natürlich präsentiert von UFOMAN. Beim letzten Mal wurde ich ja von einem Meteoritenschauer überrascht und der hat mich ja so ein bisschen in Gefahr gebracht. Ich habe jetzt mich entschlossen, das Ganze nochmal eine neue Welt zu starten. Und zwar, weil ich möchte eigentlich noch die NPC-Schiffe mit einbauen, damit wir da auf lange Sicht vielleicht nochmal ein NPC-Schiff rauben können, überfallen können, angreifen können, weiß ich noch nicht, wenn wir da was gebaut haben. So, mal gucken. Neue Welt starten, benutzerdefinierte Welt. So, ich möchte wieder... Gut, hier haben wir gleich eine ganze Station. Nee, ich will mir aber meinen Planeten selber suchen. Wir nehmen wieder den Start im Rettungsschiff. Überlebensmodus. Und das Ganze nennen wir UFOs. Sternenwelt. Offline-Modus. Umgebungsfeindlichkeit sicher. Die... Stärke von Meteoritenschauern lassen wir mal bei sicher. Nicht, dass wir zu sehr genervt werden. Und dann haben wir hier Spielmodus Überleben. Dann wollen wir ein großes Inventar, alles ganz groß, damit wir nicht zu ewig brauchen. Limit Word Size, automatische Heilung, okay. Ich wollte aber noch hier, genau, Frachtschiffe will ich noch. Schubdüsenschaden, was ist das? Die Flammen der Schub erzeugen Schaden. Naja, ist egal. So, jetzt haben wir alles, wa? Okay, dann kann es ja losgehen. Ho, 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 ich freue mich schon. Jo, und der Plan ist zuerst, wir gucken mal, dass wir einen Asteroiden finden mit einem Loch drin, dass wir uns da drin eine Basis bauen können. Also wir werden die Reihenfolge erst eine Station bauen, dann gucken wir mal, dass wir ein Schiff bauen, dann bauen wir uns mal ein Abbauschiff und so weiter. Bevor wir dann später mal in den PvP-Modus auf einen PvP-Server gehen, dass wir uns, oder ich mir hier erstmal ein bisschen Fähigkeiten aneigne. Ich bin ja hier ein ganz neuer Neuling. So, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Space Engineers hier mit dem UFO-Mann. Und da sind wir schon. Okay. Mal glubschen, wo wir jetzt hinfliegen. Da hinten ist einer mit dem Loch, wa? Fliegen wir dahin? So, falls ihr schon seht, hier den schön. Normalerweise ist ja der Space so grau. Der ist jetzt aber in dem Fall farbig. Und zwar gibt es da einen Mod, der heißt Skybox. Ups, wo ist mein... Der heißt Type Skybox und ihr geht einfach... bei YouTube gibt er einfach ein Skybox Tutorial Deutsch oder Skybox Tutorial German und dann findet er das Tutorial, wie ihr diesen Mod benutzen könnt und da gibt es so an die 20, 25 wunderschöne Hintergründe, die ihr euch anstatt dem grauen Hintergrund nehmen könnt und da ist die Atmosphäre, denke ich mal, noch ein bisschen schöner. Ich sehe noch gar keine NPC-Schiffe. Na, vielleicht kommen die noch. So, wir fliegen mal da hinten hin. Da sehen wir nämlich schon, da ist so ein Loch drin. Eine Höhlung. Und da will ich mir nämlich die Station reinbauen. Dass wir uns erstmal so die Grundsachen hier, oder ich mir die Grundsachen erstmal aneignen, ein bisschen was lerne über das Game. Es kann auch sein in Zukunft, dass ich auch mal offscreen ein bisschen was spiele, was ich nicht aufnehme. Und dann, wenn die nächste Folge kommt, zeige ich euch dann die Fortschritte, die ich gemacht habe. Kann sein, muss nicht sein, weiß ich noch nicht genau. Oh, da ist gar kein Loch drin. Müssen wir uns ein Loch reinfräsen oder was? Doch, da ist ein Loch drin. Ja, okay. Ganz schön klein für eine Station, wa? Oder? Mir das nur so vor. Ein so ein durchgeballertes Loch da. So, was haben wir noch? Da haben wir die Dinger hier noch, okay. Hm. Naja, gut, nehmen wir das Loch mal. Kommen wir von der anderen Seite oder von hier? So.
Wollen wir gleich reinfliegen oder bleiben wir draußen? Ich weiß nicht, ich habe ja auf sicher gestellt, da durften eigentlich gar keine Asteroiden kommen. So. Gut, bleibe ich mal hier stehen. Ausgestiegen aus dem Raumschiff. So, wie sieht's aus mit der Gesundheit? Okay. Ach so, ich muss ja noch mein Werkzeug mir hier zuordnen. So. So. Und so. Ne, habe ich ja schon alles, okay. Leichte Panzerung, Block. Hole ich mir noch, kann ich ja später noch. So, jetzt haben wir schon mal unser Werkzeug. Wir brauchen jetzt das hier. Wir werden mal gucken, ob wir ein bisschen Uranium finden. Um unseren. Psala. Um unser Generator erstmal mit Uranium zu versorgen, damit wir genug Energie haben. Und dann gucken wir, dass wir anfangen, jetzt eine Basis zu bauen von Grund auf. Das dürfte Gold sein. Wir werden mal mit L das Licht anmachen. Ja, schön. Das sieht ein bisschen besser aus. So. Falls wir hier jetzt kein Uranium finden, würde ich dann auch erstmal weiterfliegen. Iron, okay. Silikon. Diesmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo gegenstoßen. Ich glaube, Uranium war immer schwarz. Ja? Da würde ich mal sagen, dass das hier oben vielleicht Uranium ist. Genau. So, dann werden wir mal was abrätseln hier. Entschuldigt bitte, wenn ich hier die ganzen Fachbegriffe nachher noch nicht so kenne. Assembler und wie die Dinger alle heißen. Na gut, sind ja nur zwei. So, werden wir mal gleich anfangen hier. Wir werden das sowieso ein bisschen ausfräsen hier alles. Oh, es leckt. So, fliegen jetzt hier überall die Uraniumbrocken rum, oder was? Nein, sammelt gar nichts ein. Mal ins Inventar gucken. Okay, wir haben schon ein bisschen Uranium eingesammelt. So ein bisschen die Energie im Auge behalten. Und ich denke mal, wenn wir jetzt genug Uranium haben, dann müssen wir auch nicht im Schiff immer die Hauptversorgung ausschalten, um Strom zu brauchen. Sparen jetzt am Anfang erstmal. Ich mache das so, dass ich immer diese T-Taste, mit der man ja einsammelt, die drücke ich im Prinzip die ganze Zeit, während ich abbaue. Und dadurch wird schon mal ganz schön viel hier automatisch eingesammelt von den Brocken. So. So richtig den Blocken hier. Brocken hinterherfliegen macht auch nicht so viel Sinn. Wollen wir noch ein bisschen Eisen abbauen? Können wir vielleicht gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das. Ups, da haben wir ja schon ein Klasse. Oh, das ist aber sehr viereckig hier. Energie ist bei 75,4. Wo sind wir denn hier jetzt dran? Uranium oder was? So, was haben wir jetzt? Eisen. Uranium 302 ist auch nicht so. Oh, da hinten kommt schon ein NPC-Schiff. Mining-Schiff. Silber ist ja auch nicht schlecht, wa? So. So, dass wir jetzt im Prinzip vielleicht in dieser Folge erstmal Rohstoffe farmen und so den ersten zwei, drei Blöcke von der neuen Station setzen, denke ich mir so. Vielleicht. So, was hat er jetzt? Silber, Eisen, Uran. Aber Uran ist mir irgendwie noch zu wenig. Lalala. Da haben wir sogar noch Gold. Weiß nicht, ob wir Gold jetzt spontan brauchen.
Silikon. Fliegen noch die ganzen Brocken alle rum. So, hier ist noch ein Silikonbrocken. Okay. Gut, vielleicht noch ein bisschen Gold mitnehmen. Fliegen wir mal hier rein. Wenn es denn Gold ist, müsste Gold sein, oder? Ja. Oh. Jo, ich habe mich mal auf dem PvP-Server umgeguckt. Ja, könnte man jetzt auch machen, aber da ich ja das hier mit euch spielen will und jetzt keine Zeit habe, zwischendurch irgendwie zu chatten und irgendwelche Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten. Wie ihr ja alle wisst, ich mache ja hier nicht die Let's Plays, weil ich auf der Suche nach Freunden bin. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an. Und dann, weil ich spielen will. Weil natürlich das gemeinsame Spielen macht natürlich auch viel, viel Spaß. Das ist gar keine Frage. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Mann, haben wir viel, sogar Silizium schon. Uran habe ich aber noch zu wenig. Ich hätte gerne noch ein bisschen Uran. Die Energie ist bei 49. Na gut, dann bringen wir erstmal was ins Schiff. Guck mal, ich finde, das macht schon echt total was her, wenn man hier so einen anderen Hintergrund hat. Die ganze Atmosphäre ist dadurch noch ein bisschen realistischer. Weil man natürlich wahrscheinlich ein bisschen besser, ein bisschen schlechter manche Sachen erkennen kann. Deshalb ist wahrscheinlich dieser helle Standardhimmel. Guck mal, unser Schiff ist ja völlig verbeult. Ist ja auch doof, wa? So, gut, dann können wir mal hier reinfliegen. Na, komm schon. So, da sind wir wieder. Machen wir mal die Tür zu. Laden unsere Energie mal auf hier am Krankenterminal. So. Zack, 100%. Dann laden wir unser ganzes Zeug mal hier. Wo kommt das jetzt rein? Cargo Container Assembler. Ich glaube in den Assembler. Wa? Wie machen wir den auf? Mit K. So, dann assemble mal los. Zuerst will ich Uran assembled haben. Nee, das ist der Assembler scheinbar doch nicht das, was ich suche. Muss ich hier, glaube ich, an die Refinery. Refinery, genau, die Refinery, ist doch klar. Muss ja erstmal raffineriert werden, das Zeug. So, siehst du, jetzt kann er schon mal losackern hier, der Reihenfolge nach unserem Metalle raffinerieren. Gut, der Reaktor ist mit Uran gefüllt. Der füllt sich jetzt, ach, der wird automatisch gefüllt, sehr praktisch. Das war's auch schon. Neue Energie haben wir getankt. Geht's wieder raus. Neue Rohstoffe holen. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, können wir dann auch schon den ersten Block setzen. Von der neuen Station. So, diesmal, was ich jetzt gelernt habe, ist, man muss schon sehr vorsichtig sein. Das Schadenssystem funktioniert. Sowohl, dass die Schiffe kaputt gehen, wenn wir jetzt irgendwo gegenknallen. Als auch, dass ich, guck mal, Uranium ohne Ende. Als auch, dass ich natürlich, guck mal, hier schwebt noch das ganze Zeug rum. Dass ich natürlich auch drauf gehe, wenn ich mich verletze. Komm, wir knallen hier mal Uranium raus. Uranium ab. Ist immer ganz gut, wenn man sich hier so reinfräst, dann kann man die Broken besser einfangen. Einsammeln. So, ja, sehr schön. Ja, komm, 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 komm. Mehr, 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 mehr,
nicht mehr in den Optionen, als wir das Spiel erstellt haben, die automatische Gesundheitsregeneration aktiviert. Das heißt, wenn man einen leichten Schaden nur bekommt, dann ist er dann wieder regeneriert nach ein paar Minuten oder so. Oder wenn wir in die Gesundheitsstation steigen. Wo wir arbeiten jetzt hier im Schweiße unseres Angesichts. Wie sieht's aus? Was haben wir jetzt? Oh, wir haben verschiedenste Sachen schon wieder. AU. Kein Uranium? Doch, 250 Uranium. Okay. Und Silber und Eisen. Oh, weiter sammeln hier. Die Spitze hier können wir noch wegnehmen, oder? Es wird dann noch spannend, wenn wir hier so ein bisschen Terraforming betreiben für unsere Station. Schon ganz schön zerfräst hier dieser Komet, muss ich mal sagen. Da ist noch Eisen. Eisen, denke ich, braucht man im Spielverlauf ziemlich viel. So. Ohne Ende fliegt hier das Zeug rum. Gibt es hier eigentlich auch Kupfer? Ich glaube, das war ein Kupfer. War es denn das? Nee, Eisen. Hier ist nochmal Uranium. So. Ah, hier geht Uranium in Eisen über. So, ich hoffe, ich spreche nicht so leise. Ein bisschen meditativ hier mit meiner Musik. Ist übrigens nicht die Originalspielmusik, sondern von Kevin MacLeod, lizenzfreie Musik. Das finde ich ganz angenehm. Die normale Spielmusik ist mir teilweise zu actionlastig. Manche Titel. Und so habe ich hier immer denselben. Der läuft in einer Schleife ab. Und der impliziert hier so ein schönes Space-Feeling. Stört auch nicht die Musik, merkst du auch gar nicht, wann es nie zu Ende ist und wann es neue anfängt. Ist einfach nur so eine Art Soundkulisse. Muss ich da mal gucken, ob das von der Lautstärke her okay ist. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dann können wir auch gleich mal gucken, dann im Cockpit, wie lange die Energie reicht. Viel mehr weiß ich ja noch nicht. Es gibt ja tolle Sachen hier zum Bauen. Muss ich alles noch rauskriegen. Ja, und denk mal, wir haben jetzt unser Lehrgeld gezeigt. So ein paar grundlegende Sachen haben wir ja in den ersten... Ups. In den ersten paar Folgen mitbekommen. So, wie sieht's aus im Inventar? Müsste schon ganz schön... Naja, so viel ist es auch nicht, oder? Naja. Wo ist mein Schiff jetzt? Guckt euch das mal an, was das für ein Riesenteil ist. Was ist denn das Graue hier eigentlich? Silikon oder was? Wo ist ein Silikon? Das hier? Silber? Silikon braucht man, glaube ich, auch ab und zu. So. Guck mal, hier haben wir einen schönen Goldbroken. Wo ist mein Schiff? 58,4 Energie. Wir werden mal gucken, dass wir schnell ins Schiff kommen. Bisschen vorsichtig fliegen. Ich habe ja hier, wo ist oben und wo ist oben, wo ist unten, wo ist mein Schiff? Kann natürlich sein, dass das Schiff nicht komplett steht, wenn man den Antrieb ausmacht. Ich werde mal ab und zu hier ein bisschen umschalten. Oh, gelb, glaube ich, kann ich mal lassen. Ist ein schöner Kontrast zu dem blauen Hintergrund. So als Farbe jetzt. Man kann die ja in der Krankenstation ändern. Können wir uns gleich mal angucken. So, wo ist jetzt mein Schiff hier? Ach, da unten. Ich habe ja schon gedacht, dass das jetzt irgendwie weiter fliegt, weil wir den Hauptantrieb nicht, den Hauptenergieversorgung nicht ausgemacht haben, aber scheinbar nicht. So. Das sieht irgendwie ganz schön raffiniert aus. Ramponiert aus. Naja, gut, wir sind ja auch hier gestrandet. Wo ist mein Eingang? Wo ist mein Eingang? Wo ist mein Eingang? Hey Leute, ich finde meinen Eingang nicht. Es muss nicht panisch werden. Energie 51. Immer so ein Sicherheitspolster ist immer ganz gut, wa? Denke ich mal.
Wir werden auch noch schöne Sachen bauen. Man kann hier schön viel machen. Für mich als alten UFO-Nauten ist das natürlich das ideale Game. Ich staune, dass ich da erst so spät drauf gekommen bin. So, Schwerkraft an, Jackpack aus. Jetpack aus. Und dann gehen wir in die Raffinerie, packen da unser Zeug erstmal rein. Ach, guck mal, wie schön das da schon gefunzt hat. Zuerst unser Uran, Eisen. So, kann er hier weiterbauen. Oh, warum macht das Uran nicht automatisch? Doch, macht er automatisch. So, dann gucken wir noch mal kurz, wie lange die Energie. Ach so, wir laden uns erstmal auf mit Tee. Dann zeige ich euch gleich noch mal, wie man die Anzugfarbe wechselt. Wisst ihr aber bestimmt selber alles schon. Ich hoffe ja, dass von euch eher dann noch ein paar schöne Tipps kommen. So, siehst du, und hier, außer dass wir uns jetzt nicht sehen, ist natürlich blöd. Kannst schöne Farbe einstellen. Ja, warte mal. Ich würde mich ja. Ah ja, guck mal. Ich würde mich nämlich ganz gerne mal selber sehen. So. Und jetzt können wir hier die Farbe einstellen. Wobei ich diese Farbe auch ganz gut finde. Aber es muss halt auch irgendwie ein Kontrast sein zu diesem Hintergrund, weil da war Gelb schon ganz gut. Das können wir hier noch machen. Die Sättigung. Ah, okay. Und die Helligkeit, okay. Ich denke mal, da bleiben wir bei Grün. Grün-Gelb ist doch ganz schick. So. So, dann gucken wir noch mal kurz ins Cockpit, wie es mit der Energie aussieht. Unten rechts. Oh, das fährt gleich los, das Ding. Nicht losfahren. Verbleibender Treibstoff reicht für 7 Stunden. Okay, wir brauchen noch mehr Uranium. So, und das war's erstmal. In der nächsten Folge werden wir vielleicht schon mal den ersten Klotz für unsere Station setzen. Habe ich mir mal so gedacht. Wobei, da müssen wir wahrscheinlich dann noch irgendwas herstellen. Mal, naja, mal gucken. Vielleicht reicht ja unser Zeug schon, dass das automatisch, weiß ich noch gar nicht. Oder muss ich das hier herstellen? Warte mal, müssen wir mal gucken. Wir gucken mal im Assembler. Oh, wir haben schon 22 Minuten. Da wird das jetzt hier alles gemacht. Produktion. Und da würde ich ganz gerne. Was ist das hier? Stahlplatten, die brauchen wir ja auf jeden Fall. Weißt du, dass der jetzt hier schon mal Stahlplatten herstellt? Ich weiß nicht, wie viele man da braucht. So. Okay, meine lieben Freunde, das war's erstmal. Wir lassen den jetzt mal fleißig Stahlplatten herstellen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, UFO-Mann allein im Weltall. Dankeschön, tschüss.